So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und nicht nur, also gestern habe ich eine Folge gemacht über Palkia, weil Palkia ist ja jetzt weg, ist nicht mehr da, weil Dialga jetzt da ist, deswegen habe ich mein bestes Palkia rausgesucht, umgemaxt und auch mal eine Statistik gezeigt, gesehen und gefangen. Aber nicht nur Palkia ist weg, sondern auch Latias ist weg. Da habe ich ja auch letztens die Raid-Tour hochgeladen, Latias auf der Suche nach Shiny Latias. Und wie das Ergebnis jetzt aussieht, wie viele Shinies ich bekommen habe, insgesamt wie viele Shinies ich jetzt habe, wie die Statistik aussieht, was das Beste geworden ist, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Dazu gehen wir erstmal hier in den Pokédex, suchen mal das Latias raus, hier habt ihr es. Und ihr seht schon, männlich und weiblich ist eingetragen, falsch, das ist nämlich alles nur weiblich. Stimmt, das ist ja der Unterschied. Latios ist männlich und blau und Latias ist weiblich und rot. Deshalb dann nur ein Geschlecht, aber ein Glückseintrag vorhanden, wie ihr seht. Und auch das Shiny-Symbol ist da. Aber wer die Raid-Tour gesehen hat, hat ja gesehen, dass ich da mindestens zwei bekommen habe. Deswegen nicht wundern. Shiny da, Glücks da und 136 gesehen, aber nur 68 gefangen. Da muss ich wirklich sagen, habe ich mich auch nicht wirklich angestrengt. Bei der Raid-Tour habe ich zwar 10 von 10 bekommen, das war kein Problem. Aber wenn man jetzt so, das war ja schon mal da, wenn man früher Raids damit gemacht hat, ich hatte immer keine Geduld. Ich habe gedacht, ja, das ist schlecht, da kannst du auch einfach die Bälle draufhauen. Damals gab es auch den Freundschaftsbonus noch nicht so. Und jetzt hat man natürlich viel bessere Möglichkeiten, seine Statistik aufrecht zu erhalten. 136 zu 68, also richtig schlecht, sage ich mal. Geht bestimmt noch schlechter. Könnt ihr mal reinschreiben, wie viel ihr gesehen und gefangen habt und ob ihr auch ein Glücks-Latias habt. Aber jetzt wollen wir mal in den Beutel schauen. Nicht wundern, ich habe das jetzt nach WP sortiert, aber vom geringsten angefangen. Farbigel mit 10, wunderbar. So, und da haben wir Latias. Jetzt zählen wir erst auch mal die Shinies durch. Da haben wir ein Shiny, zwei Shinies, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 8 Shiny Latias. Und jetzt können wir es auch nach WP ordnen, dass es der Reihe nach ist. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich ein zweites 98er bekommen habe mit 1997. Leider nur 14 Angriff. Werte habe ich auch dran geschrieben: 14, 15, 15. Und da war ich die ganze Zeit am Überlegen, wird es sich das lohnen, ein 98er zu pushen mit 14 Angriff? Da würde ich manchmal sogar auch ein 91er lieber pushen mit 15 Angriff. Aber die brauchen ja 225.000 Staub von Level 20. Bei der Raid-Tour habe ich dann also noch ein zweites bekommen. Und ja, das müsste man, steht es hier dabei. Martin Roder und hier war es Straufhain, genau. Da sieht man, das war von der ersten Welle, 21.04.2018 und das eben 25.02.2019. Dann ist aber was ganz Besonderes passiert, denn ich habe mir noch ein Shiny rübergetauscht. Das ist Lucky geworden, daher auch der Lucky-Eintrag. Ich habe sonst so gut wie kein Legendäres als Lucky, weil ich immer nicht dazu komme, die zu tauschen, weil ich meistens nur Shinies tausche. Da war es auch ein Shiny, was ich getauscht habe, dadurch auch der Glückseintrag und ihr seht schon, ein 98er 2001 WP und deshalb hat es auch 15 Angriff und das Gute ist, das braucht nicht 225.000 Staub, sondern nur 112.500. Ihr spart also die Hälfte beim Hochziehen, 98%, 15 Angriff, Shiny, also besser kann es nicht sein. Das hat sich richtig gelohnt. Eins habe ich hier noch drauf mit Wetterboost. Ist aber leider nur ein 91%iges, hat auch keinen Angriff auf 15. Deswegen ziehen wir jetzt mal das Shiny Latias hoch mit 98% und dann melde ich mich gleich zurück. Mal einen Push so machen. Ihr seht, das kriegt immer 50 WP dazu, also richtig heftig natürlich. Bonbons sind auch genügend da, aber wir pushen kurz und kommen gleich zurück. So, und da sind wir wieder zurück für die letzten zwei Pushs, jeweils 15 Bonbons und 5000 Staub statt 10.000, was ich auch lustig fand. Ich bin mit 2001 WP gestartet und zwischendrin hat es die 3001 WP erreicht, also genau 1000 mehr.
Jetzt aber noch die zwei letzten Pushs. Jetzt kriegt es auch nur noch 25 hinzu statt 50. Ist ja klar. Und es kommt genau auf 3502 WP. Und immer noch 267 Bonbons übrig. Also falls doch mal ein 100er kommt, kann man das natürlich auch noch hochziehen. Neue Attacke braucht man nicht. Könnte man uns aber leisten. Und ja, das war's jetzt. Jetzt ist es an vorderster Stelle mit 3502. Und wir wollen vielleicht auch gleich mal schauen, wo sich das jetzt eingereiht hat. Ihr seht, hier ist das Palkia, was wir gestern gemaxt haben, das 96er mit 3972. Ja, dann kommen ein paar Despota, ein paar Dragoran, das Brutalanda von letztens. Und genau, zwischen Zapdos und Entei, dem 100%igen Entei, findet ihr das 98er Shiny Latias. Wie sieht's bei euch aus? Wie viele Shinies habt ihr vor allem bekommen? Habt ihr eins hochgezogen oder nicht? Was war euer bestes Latias? Na? Schreibt's mal in die Kommentare, lasst es mich wissen. Das war's von diesem Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.